Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. So, wir machen uns mal direkt auf den Weg, weil ich glaube, wir sind immer noch in dem System, wo wir zuletzt aufgehört haben mit den Bakterien auf dem Planet. Müsste eigentlich noch das Sinn. War doch ein G-Stern. Denke ich mit immer. Ja, terraformierbarer Planet. Genau, und jetzt gucken wir einfach mal, wo es uns so hinführt. Ja, sonst in der Route hat sich nichts großartig geändert, ebenso wie bei der Einstellung auf der Karte. G-Sterne aufwärts haben wir drin. Jetzt fahren wir ein bisschen, ja, ein bisschen vorankommen. So, dann gibt es auch endlich einen zumindest vorläufiger Termin vom Update 11 mit der Fleet Carrier Innenräume. Und zwar der 8., glaube ich. Genau, der 8. März. Ja, genau, 8. März. Das ist dann Dienstag, also kommenden dienten Moment. Das ist die Folge für Mittwoch. Ja, also ja, ein Rabwoch eigentlich. Das ist die Folge für Mittwoch. Ja, genau, heute ist Montag. Ja, genau. Also Dienstag soll das Update kommen. Sie haben sich allerdings vorbehalten, den Termin nochmal zu verschieben. Ja, begründet wurde halt der Termin, also dass er erst die nächste Woche kommt, weil sonst kennen wir es ja, war hier immer Ende des Monats bisher, dass er halt mehr Zeit hat, um das halt zu testen und halt noch ein paar Bugfixes mit drin zu bringen. Gucken wir mal. Ich meine, mehr Teste wäre immer gut, weil so könnte man sich dann eventuell der Hotfix spare, der danach kommen muss. ich meine, das ist ja, ja, war ja mit schöner Regelmäßigkeit so oder unschöner Regelmäßigkeit. Aber wir sind einfach mal guter Dinge, dass das Update dann kommt und dass das mit der Innenräume so funktioniert. Und könnte dann schon mal von einem gehörigen Stau bei der Fleet Carrier Händler ausgehen, aber diesmal. Ja, könnte sich ein bisschen verteilen, weil es gibt hier mehrere und bei dem letzten großen Ding, wo es halt die, deine deine annehmbare Rabatt auf die Fleet Carrier gab, das gab es ja nur in einem System, also nur bei einem Fleet Carrier Händler. Deshalb hat ja da alles gestaut, aber so muss man dann auch bedenken, dann kann man ja gucken, wo man halt noch einen Platz kriegt. 4 und 5. 4 ist das hier. Ja, okay. Und 5 die Wasserwelt. Wie schaut es denn hier aus? Jo, wieder wie immer. Gut, dann fangen wir halt hier an. Genau, ich bin halt schon mal gespannt auf die erste Meldungen von Leuten, die ich das inbaue. Wie gehabt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder wir haben noch ein bisschen an Explorator vor uns, bevor wir wieder zurückkommen, weil ich habe echt geluscht. Ich habe echt geluscht, weil durch die jetzt noch einmal in die Bubble zurück zu rushen, weil wir sind 60.000 Lichtjahre entfernt. Dort nochmal hin das Insel bauen und dann nochmal dort ohnehin zu fliehen. Nee. 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 Ich meine, kann schon nicht mal der Fleet Carrier allein losschicken, aber was hast du da an Tritium kostet? Nee, nee. So, das ist nicht drin. Keine Lust. Ich meine, das läuft ja auch nicht weg. Und wollte es ja schon mal gehabt. Dann, wenn wir dann in die Bubble kommen, dann hat jeder sein Carrier schon ausgestattet und ja, da haben wir Platz. Mit so neue, also mit Landeplätze in dem Sektor, ach, in dem System. Insofern. Gut, müsste dann schon mit dem Zufall auch gut zu tun haben, dass man zufälligerweise dann auf dem Fleet Carrier vorbeikommt, der das schon eingebaut hat. Das glaube ich jetzt auch nicht.
müssen mal ein bisschen vorsichtig sind und wir kommen ja immerhin noch an der Station vom Krebsnebel vorbei. So könnte man eventuell mal gucken, was für eine das ist. Eventuell. Ne, die ist leider wahrscheinlich so komisch, das lohnt sich nicht. Also, dass man so eventuell auf die Idee kommen könnte, oh, da fliegen wir mal schnell hin. Geben wir es ab, dann machen wir die Expedition weiter. Es wäre aber Versuch wert, mal so gucken, wie das leid. So, Moment, lass mal gucken. Jetzt müssen wir, oh, drei können wir doch direkt mitnehmen mit der Leit auf dem Weg. Ich meine, Google kostet nichts. Wie schaut denn das? Wo ist denn der ungefähr? So, also unsere Tour kannst du hin. Hier wahrscheinlich. Gab. Boah, ich weiß gar nicht. Das da müsste eigentlich ein POISen, genau wie das und das. Ich glaube, das hier Krebs-Sektor. Das ist Station Krebsnebel. Und ihr seht schon, das ist. Das lohnt nicht. Naja, gut, wenn man es drauf anlegen wollt, könnte man es machen. Könnte man irgendwie schnell hier auf, dann halt hier runter, dann erst hier hin und dann so irgendwie zurück. Wäre möglich, aber. Bin ich jetzt nicht so ganz überzeugt davon. Ich bin Gepio bestimmt Explorer, die ein bisschen schneller unterwegs sind, die das einfach mal machen würde, einfach mal durchrauschen würde. Aber nee, ich kann ja nicht durchrauschen, das kann ich einfach nicht. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Naja, egal, das ist halb so schlimm. Freue ich mich schon mal auf die erste Meldung, was die Leute so nennen. Immer was früh genug erlebe. Ich meine, ich wäre nicht so, dass ich hier eine auf Influencer machen will auf dem Kanal. Der Lide-Influencer. Ganze neue Technologie als allererster im Raumschiff. Ah, nein. Auch kein Early Adopter. So, achso, guten Abend, Michael. So, warte mal. 5. Zack, 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 zack. Na komm, das passt doch direkt. So, genau, das war ja die Neuigkeit, die quasi jeder hören wollt. Aber da müssen wir auch ein bisschen schlafen davor. Ein paar Mal werden wir noch wach, dann ist wieder Bugfix-Tag. Nee, so ist so irgendwie. Dann werden wieder ein paar neue Bugs released, wie der gehässige Mensch sagen könnte. Ah, nein, nein, ich würde es nur echt gönnen, wenn sie mal ein Release machen vom so mal updated, das einfach mal reibungslos verläuft. Ich würde es nur gönnen. So bin ich schon gar nicht. Ich meine, okay, natürlich, wer würde es nicht gönnen? Ich meine, Bugs will ich eigentlich nicht haben. Das ist ja unnötig. Die hasst man ja als Computerspieler noch mehr, als man als Kind Spinat gehasst hat. Na, aber muss ich eigentlich ehrlich sagen, Spinat fand ich eigentlich gar nicht mehr so übel, schon immer. Ja. Vielleicht lebe auch dran, ne? Heute ich nie. Insofern. Ach Gott, da fällt mir da gerade was in. Wie war das noch immer?
Es gab doch mal das Ende Bundesliga-Manager-Spiel. Das habe ich auch im Schrank stehen. Das kam irgendwie. Ich glaube, das war das. Es war ja das erste Bundesliga-Manager, dann der Professional, dann Hattrick und ich glaube, dann gab es, glaube ich, eine kleine Pause und dann war für die PC-Jumbo ins veröffentlicht worden. Schlagt mich tot, was für eine Jahreszahl oder was für ein Name hinten dran. Weil ich das Professional immer gerne gespielt habe, hatte ich mir das damals direkt gekauft. Wann war denn? Das muss Mitte der 90er gewesen sein. 96, 5, 6 oder 97 irgendwie. Spätestens 98, keine Ahnung. Das hatte ich mir dann gekauft, das Ding. Direkt, also wie es rausgekommen ist. Und das war ja furchtbar, das Ding. Ich weiß noch, die CD, die hat noch nicht mal einen Aufdruck. Das war einfach nur, da war überhaupt nichts drauf. Die war, also klar, das Programm war drauf, aber überhaupt keine Beschriftung. Das war der Hammer. Und das war ja, klar, CD ist einseitig und da war nichts drauf. Das war das erste Mal das Erste. Und dann hat er gespielt, das wird wirklich, das hat mehr Bugs als Features. Das war der Hammer. Das war eigentlich, das war unspielbar. Ach Gott, hätte ich mich doch geeiert. Aber war nicht der Ensisch, da hat eigentlich jeder, hat Cedar und Morlio geschrien. Nur der Veröffentlichung. Das war eine absolute Katastrophe. Und ich hatte die ganze Patch-Org ja auch nicht weggemacht. Ich habe es als Erfahrung verbucht. Und ja, da musst du ja noch immer, schon so nah dran, da musst du ja noch immer warten, bis dann mal im nächsten Monat ein Heft kam, wo auf der CD dann gesammelte Patches vom letzten Monat drauf waren. Das war dann immer das große Ding. Das ist, glaube ich, eins von den Spielen, die ich mal original gekauft habe und die ich wirklich kaum gespielt habe. Weil es einfach so furchtbar war. So, Moment, das haben wir gescannt. Machen wir hier gerade noch ein Bild vor. Na, komm. So, dann noch ein Bild von der Wasserwelt. Und dann müssen wir den Mond noch mitnehmen. Andere Spiele, die ich mal gekauft habe, die ich kaum gespielt habe. Ah ja, natürlich, Unreal 2. Ganz prominentes Beispiel. Nette war das erste Level raus. Oder? Vielleicht das zweite, keine Ahnung. Auf jeden Fall kaum. Unreal geliebt. Geniales Spiel heute noch. Und dachte ich mir natürlich, Unreal 2, das kauf schon auch wieder direkt bei Release geholt. Das war so schlecht. Das war so furchtbar. Das hat überhaupt nichts mit dem ersten Unreal zu tun. Und so, die Grafik war nicht so faszinierend und das Spiel war nicht so gut und ich glaube, die ersten zwei Level oder so habe ich, glaube ich, gespielt und dann ist es auch im Schrank verstaubt. Auch Katastrophe. Bin ich im Nachhinein richtig froh, dass ich mal damals Master of Orion 3 nicht geholt habe. Oder? Nö, ich hoffe doch nicht. Nee. Das 2 habe ich aber. Das 2 habe ich original. Das erste, das hat man noch als dezentrale Sicherheitskopie gespielt. Natürlich gesuchtet ohne Ende. Das 2, das war ein erfolgreicher Kauf. Das habe ich mir dann geholt, das habe ich wirklich lange gespielt. Das war ja auch einfach super. War ja Gott sei Dank nicht geholt. Was gab es denn sonst noch an Granate? Ja, von Amiga so ein paar Dinger, aber das war meistens so, keine Ahnung, Krabbelkiste. 10 Euro oder so. Griff drin, was rausgezogen hast. Wie hieß das Spiel? Deine Aliens. Nicht Alien Breed, das war ja gut. Contact oder so. First Contact, Final, nee. Einfach nur Contact. Das habe ich mir auch nur eher wie im Cover geholt. Das Cover war ganz nett und ja, es war halt Krabbelkiste, 10 Euro. Und ich habe es vom Test, glaube ich, hier noch wenigstens als mittelmäßig in Erinnerung gehabt und dann so, 10 Euro kannst du 18 Euro, 10 Mark kannst du ja nicht viel verkehrt machen.
Aber das hatte ich dann. Boah, ich glaube, da war die Anleitung nicht so verständlich. Das habe ich auch kaum gespielt, weil ich irgendwie. Ah, ganz so durchgeblickt haben. Das war hier so geradliniges Actionspiel. Das kommt mal noch in Erinnerung. Nee, Resolution 101, das habe ich länger gespielt. Das war ja auch ganz okay. Das war so die übelste Reihenfolge. Okay, gut, vielleicht noch das ein oder andere, aber das weiß ich gar nicht mehr, was ich für der Schneider CPC als Original wird. Okay, das war ja dummes andere Zeit. Ich meine, da war schon noch. Wow. Wow. Sorry. Ich muss nur gerade. Den Rekord hätte ich jetzt nicht erwartet. Neuer persönlicher Rekord. Größte Exzentrizität bei einem erdähnlichen Planeten. So, und jetzt ratet mal. Es ist fa fa fantastisch. Das ist hier fast schon eine Kreisbahn. 0,19. Das ist schon die größte Exzentrizität. Wow. Okay, die Umkreise. Ja, ist eigentlich logisch, oder? Weil brauchst du immer beständige Temperaturen für flüssiges Wasser. Das wäre so eine höchst exzentrische Umlaufbahn. Wäre, denke ich, eher kontraproduktiv, was so erdähnlicher. So, also wir haben eine Wasserwelt und eine erdähnliche Welt. Beides natürlich hier. Komm. Oh, sogar als binäres System. Ja, nice. Ja, nice. Und dann hätte man noch ein kleiner Radius. B1 297. Ja, das geht noch. 92.000. Ich glaube, es hackt. Naja, das geht noch. Ja. Die 2 müssen wir auf jeden Fall holen. Da gibt es nichts. So, guck mal, die Menschenleihe ist es sogar einigermaßen okay. Ja, binäres Pärchen, aber 3 Lichtsiegel nur auseinander. Da hat man, denke ich, Käse. Oh, guck mal, direkt die richtige Richtung. Da haben wir, glaube ich, Käse gut die Sicht darauf. Naja, gut, würde ich sagen. Da fliegen wir hin. Ich kürze das Ganze ein bisschen ab. Weil die 90.000 Lichtsekunden müssen wir so nicht irgendwie dranbleiben. Und Karte wieder rein, wenn wir angekommen sind. So, da sind wir auch schon fast angekommen. Nicht mehr weit. Wir gucken uns zuerst die Wasserwelt an und dann würde ich doch sagen, könnte man da Abschluss bei der erdähnlichen machen. Da könnte man noch in den nahen Orbit gehen, das Ding ein bisschen genauer angucken. Ist ja auch mal ganz hübsch. So. Ui, guck mal. Guck mal, komplett von der Nachtseite an. Auch nicht schlimm. So, die Wasserwelt hat übrigens eine Temperatur von 112 Grad. Bisschen viel vielleicht. Ihr könnt allerdings ein paar Teebeutel abwerfen. Nein, das ist zu heiß für Tee. Nee, das passt nicht. Also grüner Tee wäre das, denke ich, ein bisschen schlecht. Das wäre zu warm. Könnte man nicht auf der Wasserwelt ein bisschen Tee brühen. Nee, passt nicht, leider. So. Wunderbärchen. Das Ding haben wir gescannt. Und nun. Die Nummer 8. Genau. Da mal wenigstens ein bisschen Licht, wenn wir hinkommen. Und die hat eine
Durchschnittstemperatur von 32 Grad. Also wenn das nur so temporär irgendwo 32 Grad wäre, wäre ich ja vollkommen dabei. So. Oh, scannen müsste man eventuell. Oh, das ist fast halb wie Wasserwelt, das da. Hä? Oder sind wir nur gerade auf der Seite, die irgendwie dem Pazifik entspricht? Weil wenn du da auf eine falsche Seite auf die Erde kommst, könnte ich auch meine Huch, eine Wasserwelt. So, wo könnte man dann da hinfliehen? Das sieht schön aus. Da unten ist es der Pol. Das sieht man so ein bisschen schon. Ja, gerade so hier drin, oder? Gucken wir mal auf die Inselgruppe hier. Ja. Jetzt ein paar Stürme hier. Ah, ich denke, da die Inselgruppe, da die. Die Wärmers, die Wärmer. Jetzt mal inschieße. So. Dünnes, schönes Sturmsystem. Und ein paar andere Wolke. Hier ist schön Wetter. Hier bleiben wir. So. Herrlich. Ach, bisschen Triebwerk. Dings brauchen wir ja. So ein bisschen Fähren kommt. So, der. Das Campingmobil fliegt auf eine Inselgruppe zu. Da unten schlagen wir dann das Lager auf. Ach, wenn das irgendwie ging, das hätte doch schon was, oder? So. Ist doch eine schöne erdähnliche Welt. Das ist doch dann schon mal immer ein gelungener Abschluss, denke ich. Ja, guck mal hin. Wow, viel, viel Wasser. Viel, viel Wasser hat das dann halt doch auch was, das sowas. Naja, wunderbar. Guck mal, da auch schön. Bisschen größere Insel drin auch. Ach, ist das doch herrlich. So, dann würde ich doch sagen, schön erfunden nochmal zum Ende der Folge. Und ich wünsche euch dann schon mal eine schöne weitere Restwoche und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.